So, wieder hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier in Sinkschule 2 und im Season 4 Episode 1 Update. Wo ist ja wunderbar, um ein bisschen Lieferung und Taxifahrten, dies, das geht, ihr wisst Bescheid. Letztes Mal haben wir uns ja schon den wunderbaren Crown Victoria angeschaut und heute geht es um mein Fahrzeug, nämlich den Chevrolet 3100. Schöner Klassiker aus den 50er Jahren, sehr sexy, auch wie die alten Ford Pickups. Ich finde die Dinger optisch einfach immer sehr, sehr nice. Also es sind wirklich schöne, schöne klassische Fahrzeuge, vor allem ein bisschen aufgebaut, ein bisschen tiefer und sowas. Da kann man schon wilde Sachen mitmachen und deswegen bin ich sehr gespannt, was wir heute an diesem Fahrzeug tun können, weil ich bin ehrlich, bei so einem Fahrzeug habe ich eine gewisse Erwartungshaltung, weil das ist wie eben die alten Fords, die Hot Rod umbauten und sowas in Spielen immer, dass ich bei so einem Fahrzeug leider auch so einen gewissen, ja, Anspruch habe, wie viel ich daran verändern darf. Ich hoffe, es wird eine Menge gehen. Natürlich gibt es den Wagen auch wieder in einer Lieferung-Variante, einem Lieferfahrzeug-Variante. Ich kann euch die gerade mal ganz kurz zeigen, die man im Laufe eben der neuen Kampagne fahren kann, nämlich hier eben von The Rocket Co. oder Company. Da sieht das Ding nämlich so aus. Ein bisschen hier leicht und da angerostet, knusper, aber hat eine schöne Ladefläche. Da wird ja ein bisschen was transportiert, sicher Atombomben und sowas. Man kennt das, diese typischen Sachen, die man halt durch New York transportiert. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich den auch zu einem Atomwaffentransporter jetzt umbauen kann. Das wäre natürlich auf jeden Fall im Sinne. So, wir schauen doch erstmal kurz in die Serienfarben rein. Wir haben dieses wunderschöne Rot hier. Dann natürlich die richtig geile, klassische Farben aus den 50ern, die ich alle an diesem Fahrzeug unfassbar geil finde. Das Blau ist schon schön, das Orange ist geil. Auch hier, dieses Türkisfarben nenne ich es mal, hat auch extrem nice Vibe. Ich würde sagen, wir nehmen mal dieses Blau, da habe ich sehr Bock drauf, wir nehmen diesen schönen Blauton. So, aussehen. Ja, also nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, wie ich glaube, aber vielleicht sind die alle sehr wild, ne? Da hoffe ich jetzt ein bisschen drauf, gucken wir mal. So, wir haben Haube 1 in Carbon, was ich an dem Auto maximal... Ist das Carbon? Es soll Carbon sein, oder? Ist das Carbon? Das ist einfach nur schwarz. Ich kann es euch nicht sagen, ich erkenne es nicht. Ich weiß nicht, ob es einfach schwarz oder Carbon ist, ich sag's euch. Ich sehe es gerade echt nicht. Dann haben wir noch einen Blower. Oh, das wäre schon der Punkt, wo ich mir erwarte. Hier so richtig schöne fette Ansaugung und so ein bisschen drüber. Na gut, wir nehmen das zumindest, aber nicht in Carbon oder schwarz. Ich weiß es nicht, ich erkenne es nicht. So, wir haben... Warum gehst du nach oben, wenn ich den Grill ende? Hör auf damit. Ich will unten bleiben, ich will das sehen, danke. So, wir haben einen anderen Grill. Dann haben wir LED-Scheinwerfer und lackierten Grill. Da muss man schon Bock drauf haben, in 50er Jahre Auto LED-Scheinwerfer reinzuschmeißen. Da muss man schon sagen, lass mal auf die Vergangenheit scheißen. Okay, dann haben wir Stoßstange komplett entfernt. Dann haben wir Anachron-Bumper dran. Ich mag, dass die Kamera bei dem Auto maximal in alle Himmelsrichtungen jumpt. Was haben wir jetzt geändert? Jetzt bin ich gerade. Jetzt haben wir nochmal einen anderen. Ne, jetzt ist Stoßstange ganz ab. Oh, jetzt haben wir einen Rennsplitter. Okay, der wirkt aber ein bisschen meh. Finde ich gar nicht so geil. Was machen wir denn jetzt hier? Aber ich hätte schon gerne den Chrom-Bumper. Bin ich ehrlich. Ach, jetzt sehe ich, was das ist. Das ist ein anderer Scheinwerfer. Der hat diese, ich sag mal, Augenlider da drauf bekommen. Okay. Da haben wir noch Zusatzlichter drin. Okay. Ich hätte aber dann... Ich glaube, wir nehmen das hier. Ich glaube, die Variante gefällt mir am besten. Der lackierte Grill, die LED-Scheinwerfer. Das war nebenbei. Ich finde das ziemlich geil, dass sie es gemacht haben. In echt, wie gesagt, schwierige Nummer. Und die Stoßstange. Ich finde die Kombination ganz geil. So, Kotflügel. Ah, oh, ja, okay, wunderbar. Okay, gut. Das ist ja ein Punkt zu wissen. Guck mal, wie viel Karian Breit dazulegt. Das ist schon ein bisschen Blech, was dazukommt. Das, okay, dann da gehe ich wieder mit fein. Ein bisschen breiter im Blech, das nehmen wir gerne, dankeschön. So, Felgen. Ja, da werde ich, denke ich, meinen Teufel tun, da hier sowas drauf zu machen, weil das bescheuert aussieht. Wir nehmen irgendwas Originales. Ich finde sogar ganz schwarz sehr geil, weil mit dem Weißbandreifen in Kombination sieht das schon edel aus. Vor allem so ein bisschen... Bisschen heruntergekommen, ne? Das passt ja zu unserem Stil, den wir hier gehen. So, Spiegel. Können wir lackiert machen? Chrom oder eben andere? Original haben wir einfach schwarz. Ich würde... Boah, nehmen wir die anderen Spiegel? Obwohl, da haben wir nur einen Spiegel, ne? Oh, ja, dann nehmen wir den. Das ist geil. Wäre natürlich cool, wenn der jetzt so ein Chrom gewesen wäre. Das wäre natürlich so eine Stoßstange des i-Tüpfelchen gewesen, aber ich finde den Style cool. So, Seitenschwelle. Ich hoffe, ihr auf Zeit... Sind die Auspuffrohre in den Original? Sind die schon im Sidepipe? Die gehen hinten irgendwo raus, ne? Hinten irgendwo. Wir haben schon mal einen Sidepipe, der geht... eine interessante Position auf jeden Fall. Alter, das kann man schon so machen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Abgaslage zu verlegen. Dann haben wir natürlich einen klassischen Sidepipe. Oh, und dann das hier, okay. Dann, also natürlich, wie gesagt, die Idee von der Sidepipe finde ich sehr, sehr geil von der Positionierung. Auch die hier schön klassisch, das hat auch schon was. Das hat auch schon was, aber das Ding in so wie so einen kleinen LKW umzubauen, das hat natürlich noch ein bisschen mehr was. Da bin ich leider sehr schnell schwach für, das nehmen wir. So, Kurflügel hinten. Ich werde schon echt gut, also das ist schon viel Blech, was dazu kommt. Ich möchte schon meinen, also da habe ich schon gedacht, lass mal noch einen Chevy kaufen und wir bauen einfach da noch einen Kurflügel dran von dem. Warum auch nicht?
So, Heckspoiler. Ich bin mal gespannt, was an Heckspoiler verstanden wird. Oh, ah, ne, Aufbauten. Okay, wir haben original hier schön mit Holz ausgelegt, ne? Mal hier ein bisschen, kann man mal ein paar schöne Schwünge aufs Parkett legen, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir einen kleinen Holzaufbau. Die Farbe ist sehr geil. Die Holzfarbe ist sehr geil. Dann haben wir komplett zu, so ein bisschen Draxner-Aufbau. Dann haben wir komplett zu mit ein bisschen Aerodynamik-Anpassung. Und dann haben wir noch einen anderen Flügel. Ich muss aber sagen, also so geil ich die Dinge hier finde, verstehe mich nicht falsch, die sehen schon sehr geil aus. Aber das hier ist halt einfach maximal edel. Also das ist halt gut. Ich fackel mir, je nachdem, wenn ich Flammen schießen sollte, mir irgendwann meinen Heckaufbau ab mit den Auspuffrohren. Die müssten vielleicht bis oben an die Kabine gehen, aber das sieht allein mit der Breite und so, das sieht schon sehr edel aus. Das gefällt mir schon sehr gut, das nehmen wir. So, 20 Heckschusshänger, holy shit, da hat aber jemand Spaß gehabt. Okay, schwarz und das Kennzeichen in die Mitte. Dann haben wir oben die Rückleuchten nach oben gesetzt. Ich mag die Runden sehen, aber irgendwie ein bisschen komisch aus. Die Doppelten sehen auch ganz komisch aus, die möchte ich nicht. Ich mag die Originalen. Ich muss sagen, ich mag die originalen Rückleuchten. Ich sag, wie das ist. Lackiert würde nicht zu vorne passen, weil wir haben vorne Chrom. Wir müssen schon dann einheitlichen Stil gehen, muss ich sagen. Das wäre sonst bescheuert. Dann haben wir die wieder mit den Nieten drin. Okay. Dann haben wir gar keine hat aber auch so seine Stimmung, ne? Gar keine ist auch schon gut. Aber gar keine oder natürlich die Stoßstange wäre natürlich jetzt hier in der Variante die passende. Das wäre natürlich für rund um den cleaneren Look das Bessere. Ich muss aber auch sagen, ganz ab ist aber auch geil. Warte, wir gucken nochmal ganz kurz vorne. Wie sah vorne denn ganz ab aus? Vorne gab es das ja auch die Variante mit ab. Aber, na, obwohl, ne, ganz ab fand ich vorne nicht so geil, ne? Ne, vorne verliert er dadurch maximal an Höhe. Das sieht hinten vorne lost aus. Ja, hinten müssen wir mal gucken. Wie machen wir das? Ja, obwohl, er verliert damit auch Höhe, ne? Der sieht dadurch so nicht so tief aus wie vorher. Wir nehmen das hier. Wir nehmen hier schön passend zur Frontstange. Das passt schon ganz gut. So, Innenraum würde ich dann gerne auch blau machen. Geht auch nur komplett blau. Okay, das passt schon. Da arbeite ich schon mit. Was ändere ich damit jetzt? Rein gar nichts. Okay, super. Da kann ich auch nichts mehr machen. Nehmen wir. Wunderschön. So. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Reifen brauchen wir nicht ändern. Das passt soweit alles. Scheibentönung würde ich mir auch gerne sparen, weil ich finde den so ganz geil. Wie sehen die Scheinwerfer jetzt eigentlich aus, wenn wir die anhaben? Okay. Ah, da muss man schon Böcke haben. Aber an sich so die Tuning-Maßnahmen haben. Also, es wäre noch ein Tacken mehr gegangen, weil das auch so für mich so ein typisches Fahrzeug für so eine Hot-Rod-Grundlage ist. So wie die alten Fords und sowas, wo man so schön Hot-Rod draus bauen kann. Ich meine, wir haben ja auch ein Fahrzeug im Spiel, was ja so Hot-Rod-mäßig umbaubar ist. Deswegen hatte ich das jetzt auch ein bisschen gehofft. Aber ich finde trotzdem die Möglichkeiten ganz geil. So ein richtig geilen Blower wäre noch richtig schön gewesen. Aber Auspufferlage finde ich nice, den Aufbau hinten finde ich cool, die Verbreiterung finde ich cool. Vor allem wirkt das Ding jetzt einfach brutal tief damit. Er sieht schon sehr clean aus. Er ist einfach schön. Den stellt man sich einfach gerne hin. Guck, wenn er jetzt hier gerade zum Licht steht, mit dem Holzaufbau, das sieht doch einfach gut aus. Also da kannst du sagen, was du willst. Es sieht einfach gut aus. Also das ist halt wirklich der Punkt. Er sieht einfach schön aus. Das gefällt mir echt gut. Komm, gehen wir mal eine Runde raus mit dem Kollegen. Gehen wir mal eine Runde raus. Natürlich liegt wieder Schnee. Treffel meiner 6-2-Folgen. Willkommen im Schnee. Hat jemand wieder einen Koks verloren? Ich glaub's nicht. Also ich bin mal gespannt, was das Ding so kurventechnisch kann. Mit dem Flammen natürlich da aus den Auspuffrohren raus. Hat natürlich auch so einen gewissen Vibe. Muss man mal sagen, hier ist zum Beispiel so eine Taxi-Mission. Die machen wir natürlich jetzt nicht. Wie gesagt, morgen im Stream. Schaut morgen gerne rein. Ihr seht nämlich, dass jetzt eins der Service-Fahrzeuge ist. Wir sehen die nämlich wunderbar auf der Map unten markiert. Diese netten gelben Menschen, die ihre Hand hochhalten. Also ihr wisst, wie ich meine. Die Simpsons? Nein. Ja, die Simpsons sind plötzlich in der City, Leute. Die Simpsons haben sich mal gedacht, mal ein bisschen hier in der City vorbeischauen. Und ja, aber ich finde es ganz cool, dass sie jetzt mal in die Freeboom-Welt noch mehr Missionen eingebaut haben. Da war ja sonst nicht so viel zu tun, bis auf die Aktivitäten. Und die Spielwelt hat ja an sich das Potenzial, mehr Möglichkeiten zu bieten für den Spieler. Ich finde gut, dass wir einen Ersatzreifen drunter haben. Der ist auch schön. Und dass die Leute hier auch einfach trotzdem am Strand spazieren, obwohl Schnee liegt. Das ist denen auch einfach egal. Die kennen keine Kälte hier. Denen ist das doch Wayne. Bei der Karre sind wieder ausreichend quer durch ein ganz Kokslabor durchgeprügelt. Das ist doch auch wunderschön. Aber er hat was. Ich mag vor allem durch die Fender, wirkt der halt, oder durch die Verbreiterung, ist ja keine Fender, wirkt der Wagen halt nochmal ein gutes Stück tiefer. Der hat eine extrem geile Optik dadurch. Gut, ich würde mal sagen, weil es so extrem geil ist, fahren wir auch mal extrem geil ein schönes Rennen damit gerade mal. Weil ich das einfach mal anbietet. Hier einfach mal ein schön extrem geiles Rennen fahren. Ihr wisst, wie ich meine. Gehen wir einfach mal rein. Schönes Rennen fahren hier in unserem wunderbaren Pickup. So. Machen wir doch ganz schön. Ja, doch, doch, der ist schon schön. Warte. Aber der ist schon gut anzuschauen. So, machen Sie den mal auf. Wäre cool, wenn so ein Lieferaufbau auch
für das Auto selber möglich gewesen wäre. Das geht ja sonst, geht leider nur bei der Rocket & Co. Company. Da ist er drauf. Wir selber dürfen ihn aber nicht drauf machen. Aber was sagen wir so, wir haben genug Fläche für eine geile Livery. Also hier können sich die Community-Leute auf jeden Fall Livery-mäßig ein bisschen austoben. So, dann zeige ich den ganzen modernen Kisten doch mal, was so ein geiler Army-Pickup kann hier. 50er Jahre ist back, bitches. Ich bin mal gespannt, wie der sich so fährt. Ja. Ich finde auch seine Schaltposition sehr interessant. Das wollte ich euch gerade mal zeigen, während ich mal kurz die ganze Natur mir näher anschaue. Weil der Schalthebel ist halt am Lenkrad, ne? Weil er muss halt schön am Lenkrad schön den Ganghebel bedienen. Trabi-Fahrer fühlen das. Oh Gott, darf ich mal. Danke, ja, moin Jungs. Ich sehe hier nicht so viel. Erkennen Sie das, die Fahrer haben sich ein G3S gekauft und plötzlich schubst sie ein wunderbarer Chevy Pickup aus den 50ern beiseite, weil sie einfach zu langsam sind. Nein. Naja. Dann leben sie halt nicht in Amerika. In Amerika ist das, glaube ich, nicht mal in echt so unwahrscheinlich, bin ich ehrlich. Also in Amerika sehe ich das nicht mal in echt als so unwahrscheinlich an, dass das passieren könnte. Wow, what the fuck? Jo, genau. Ja. Ja, ne? Also, wo wir gerade dabei waren. Aber ganz kurz hier ein paar wilde Tony Hawk Tricks, mal kurz mit dem Pickup abgezogen. Ich meine, muss man auch mal können. Ich muss sagen, er hat so leicht, was mir so ein bisschen auffällt, so ein bisschen, er ist ein bisschen behäbig in der Lenkung. Also er hat so ein bisschen Input-Lag. Also man muss sehr viel lenken, damit wenig passiert. Und ab einem bestimmten Moment passiert dann viel. Das hatte der Crown Victoria so auf jeden Fall nicht. Also der Pickup ist so ein bisschen, ich sag mal, er hat so ein bisschen eine Toleranz in der Lenkung. Mit der muss man sich so ein bisschen anfreunden. Also der hat so ein bisschen, er lenkt ein bisschen widerspenstig. Ich meine, man sieht das hier und da. Vielleicht sieht nicht aus, dass die Kurve verpassen würde. Ich lenke voll ein, aber der Wagen braucht so ein bisschen. Also, wir haben den Wagen getunt, aber die 50er-Jahre-Lenkung, da haben wir uns gedacht, ey komm, ein bisschen klassisch muss doch auch bleiben. Lass die Lenkung drin bleiben. Wir bauen da richtig viel Bums in die Bude. Aber die Lenkung, die bleibt, wie sie ist. Und da bin ich der Meinung, das hätte man gerne anpacken können. Also die Lenkung hätten wir von mir aus gerne einmal optimieren können. Also da wäre ich sehr konform für mitgegangen, weil die doch ein bisschen a little bit träge ist. Die könnte ein bisschen, also wie gesagt, ich rupp hier am Joystick rum wie gestörter und es passiert verhältnismäßig wenig. Langsam ist er jetzt nicht. Ich meine, wir gewinnen das Rennen hier locker, fuck ich. Gut, liegt auch an der niedrigsten Stufe, aber also das lasse ich mir jetzt hier trotzdem nicht aberkennen, ne? Es ist trotzdem mein Sieg, ja, ne? Gut, wunderbar. Ja, Cash gibt's trotzdem. Und im Koks sieht der Wagen doch echt schön aus, muss man sagen. Danke, aber wenn er richtig Glück. Weil der Wagen hat auch sicher eine richtig gute Heizung da drin. Also einfach Motorwärme in den Innenraum leiten, weil das ist gesund. Ah, das Koks ist weg. Das Koks ist weg. Ich mag, wie schnell es hier kein Winter mehr ist. Können wir das in echt bitte auch so haben von den Jahreszeiten? Ah, Winter, ah, wieder weg. Wunderbar, Sommer. Das wäre schön. Ich würde die nächsten Monate genauso gerne in dem Tempo überspringen. Da wäre ich auf jeden Fall bitte konform mit. Bitte die nächsten Monate einfach dasselbe Tempo hier durchziehen. Einfach mal kurz ein bisschen Sommer. Mein Gott, vielleicht Schnee braucht aber auch lang zum Tauen von unserer Karre. Ja gut, es ist ein sehr gutes Blech, das hält die Temperatur lange, ne, muss man auch sagen. Also er hält die Temperatur sehr schön. Aber er ist schön anzusehen. Also ein Auto, was man auf jeden Fall schön tunen kann, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, ein bisschen mehr Potenzial wäre da gewesen. Alter Chevy, da, wie gesagt, Hot Rod Style, dies, das. Aber ich meine, er sieht auch so schon tiefentechnisch geil aus. Und wenn man da jetzt halt noch eine geile Livery drauf macht, ich glaube, die Livery ist so ein bisschen die halbe Miete bei dem Auto, dann da kann das schon geil wirken. Wenn man jetzt so schön so eine Retro-Lackierung hier drauf hat, ich glaube, dann sieht das nochmal ein gutes Stück anders aus. Und mit diesen wunderbaren Worten bin ich raus für dieses kleine Video. Wir haben noch ein Auto, was wir uns, glaube ich, in der Preview-Phase tunen werden. Genau, wir haben nämlich noch eins und ja, mal gucken. Vielleicht werde ich da noch überrascht, dass wir vielleicht so ein bisschen wilderes Tuning haben. Aber wenn wir sehen in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Wenn ihr alles ganz gerne einen Daumen nach oben da. Bis jetzt in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my